Schatz? Hey, Schatz? Was ist los? Kennst du mich nicht mehr? Lasst uns heute über das leidige Thema Männer sprechen. Hallo, ich wurde getaggt von der Kim It's Kim Lian zum Männer-Tag. Das heißt, dieses Video wird sich heute rund um das Thema Mann drehen, was ja bei mir gerade auch ein sehr zentrales Thema ist. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber was ich damit eigentlich sagen will, ich gucke mich gerade immer so ein bisschen um, also ganz unverbindlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da jetzt voll auf der Suche wäre oder so, sondern einfach, ja, ich halte auf jeden Fall die Augen offen und da dachte ich, es ist doch auch ganz interessant, jetzt mal diesen Tag mitzumachen. Und da würde ich sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Und zwar, was ist die beste Charaktereigenschaft eines Mannes? Das werde ich jetzt ein bisschen ausweiten und mich jetzt nicht nur so auf Treue und sowas beziehen, sondern mal so ein bisschen drauf losreden. Und zwar, was ein Mann haben muss, ist, er muss irgendwas haben, sei es ein Hobby oder seinen Beruf, das ihn stolz macht. Also indem er aufgeht, das wirklich sein Ding ist und das er eben so nach außen hin ausstrahlt. Also ich finde, das macht einen Mann auch erst attraktiv, wenn er wirklich aktiv etwas tut, worauf er stolz ist. Womit ich schon eigentlich bei der zweiten Frage wäre, und zwar was die schlechteste Charaktereigenschaft eines Mannes ist, wenn er einfach nur in den Tag hineinlebt, sei es zum Beispiel, er ist ein Student, studiert halt einfach irgendwas, dass er halt was macht, macht es aber auch nur so sporadisch und geht eigentlich ja, abends immer nur feiern und schläft bis mittags und lebt halt einfach so in den Tag hinein und hat irgendwie nichts, worauf er selber eben so stolz sein kann. Versteht ihr, wie ich meine? Also ich meine es damit nicht, er muss jetzt das und das und das vorweisen können, sondern er muss einfach irgendwas machen können oder halt machen, das ihn halt ausmacht. Also ich hoffe, es ist jetzt so ein bisschen verständlich. Es ist vielleicht ein bisschen blöd zu erklären, aber ja, so in etwa meine ich das. Dritte Frage, mit Bart oder rasiert? Das kann ich ganz klar mit Bart beantworten. Das finde ich einfach männlicher, gefällt mir auch besser. Also ich meine jetzt nämlich nicht so ein mega Vollbart, sondern einfach so ein bisschen Bart halt. Ja, also ganz glatt nicht. Mit Tattoos oder ohne? Also ich bin prinzipiell eher gegen Tattoos. Finde ich jetzt immer nicht so super schön. Also es spricht mir jetzt halt einfach nicht so zu. Aber es wäre jetzt auch nicht so ein Auswahlkriterium für mich. Also wenn ich jetzt sehen würde, der hat einen ganzen Arm voller Tattoos oder so, würde ich jetzt nicht schreiend davonlaufen. Aber ich präferiere eher Männer ohne Tattoos. Groß und schlank oder klein und gebaut? Das finde ich gar nicht so einfach. Also prinzipiell mag ich große Männer, am besten auch sehr groß. Also das finde ich ganz arg klasse. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich eher für groß und schlank entscheiden. Wobei schlank, so richtig schlank, auch nicht so toll ist. Also so ein bisschen muskulös wäre natürlich nicht schlecht, ist jetzt aber auch kein Muss. Also ja, deswegen, weil ich eben klein nicht so sehr mag, dann doch eher groß und schlank. Extrem klug oder mega lustig? Also meinetwegen muss er nicht extrem klug sein, bin ich ja selber auch nicht. Und ich mag auch diese Klugscheißer nicht. Also ich habe schon Männer getroffen, die haben einfach ein großes Klugscheißen angefangen. Und das kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden. Was ich halt möchte, ist, dass man sich halt so auf einer Ebene unterhalten kann. Aber das spielt eben auch der Humor eine ganz große Rolle. Deswegen, also er muss mich zum Lachen bringen können. Und das ist das, was für mich zählt. Deswegen muss er nicht klug ist mega sein. Also um Gottes Willen finde ich überhaupt nicht und danach würde ich jetzt auch nicht gehen. Also mir ist wichtig, dass er mich zum Lachen bringen kann. Ruhiger Zuhörer oder Quasselstrippe? Das kann ich ganz einfach beantworten, weil ich bin ein Mensch, der eher sehr ruhig ist. Ich strahle auch eher Ruhe aus, dadurch, dass ich halt auch immer sehr ruhig rede und ja, ich bin eben einfach ein ruhiger Mensch, deswegen müsste mein Gegenpart sozusagen eine Quasselstrippe sein, weil ja, das sieht jetzt einfach so ein bisschen ausgleichen. Also muss es nicht so mega auf ADS so sein, aber ja, schon so ein bisschen aufgedreht als ich, weil ich glaube, das würde es so ein bisschen ausgleichen. Wobei ich sagen muss, wenn ich jemandem sehr vertraue und ihm das Vertrauen halt auch gebe, dann kann ich dann schon auch mehr reden. Nur anfangs bin ich immer so ein bisschen noch am zurückhaltend, eigentlich sehr zurückhaltend und ja, wobei allgemein eigentlich schon immer ruhig, aber ich kann auch mal loslegen mit Reden, also so ist es nicht. Mit welchem berühmten Mann würdest du gerne mal essen gehen? Mit Leonardo DiCaprio, glaube ich. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir würden uns sehr gut verstehen.
Was ist der lustigste oder mieseste Anmachspruch, den du jemals gehört hast? Da fällt mir spontan ein sehr lustiger Anmachspruch ein, wobei nicht lustig, ich weiß nicht, für Außenstehende ist der vielleicht gar nicht so lustig, aber ich finde ihn einfach sehr originell. Und ja, ich spiele jetzt einfach mal so die Situation vor. Und zwar war ich gerade auf dem Weg zur Uni, das ist eben so an so einer großen Hauptstraße und da sind halt auch so seitliche Parkplätze direkt an der Straße. Und da bin ich eben vorbeigelaufen und da ist gerade ein Mann aus dem Auto ausgestiegen und hat mich da schon beim Aussteigen ganz, ganz komisch angeguckt. Also so richtig verwirrt halt auch und ich habe mir erst nichts dabei gedacht, bin ganz normal weitergelaufen und habe halt so richtig gemerkt, wie er mir noch hinterher geguckt hat. Und dann auf einmal ruft er so, Schatz, hey Schatz, was ist los? Kennst du mich nicht mehr? Und ja, ich hab halt dann kurz überlegt und dachte, kenne ich den vielleicht wirklich? Aber warum nennt er mich dann Schatz? Weil ich habe ja keinen Freund oder so, deswegen das war nicht dann schon komisch. Also da musste ich dann schon mal kurz überlegen, ob ich den nicht vielleicht mal abends kennengelernt habe und mich nicht mehr erinnern konnte. Aber das wäre ja echt übel für mich gewesen, deswegen, oh Gott. Aber ich kannte den nicht und ich denke, das war einfach ein Anmachspruch. Aber so im Nachhinein, also ich bin dann weitergelaufen und habe mir dann nichts mehr dabei gedacht, aber so im Nachhinein fand ich das schon sehr originell und lustig, ja. Ein toller Typ ist im selben Raum. Bist du schüchtern oder gechillt? Ich bin extrem schüchtern. Also ich weiß nicht, ich bin immer eh so, dass sehr gut aussehende Männer mich sehr, sehr einschüchtern auch. Also ich bin dann so ganz extrem, habe Schweißausbrüche, bin ganz zittrig, muss die ganze Zeit schlucken und bin extrem aufgeregt. Und ja, also das ist immer ganz, ganz schlimm. Und ich beneide auch Frauen, die da bei sowas so gechillt sein können. Ich denke dann immer, weiß nicht, ich denke tausend Sachen und ach nee, ist das okay, ich bin da ganz schlimm. Mit einem Gläschen Sekt oder so geht's dann schon, aber ja, ansonsten bin ich ein nervliches Wrack. Ganz extrem. So, das waren die 10 Fragen. Wen ich taggen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Das werde ich aber unten in die Infobox schreiben. Und ja, falls ihr meine letzten beiden Videos noch nicht gesehen habt, schaut auch da gerne mal vorbei. Und zwar habe ich einen Fashion Haul für euch gedreht. Ich habe ein bisschen was eingekauft und ich zeige euch die Sachen wie immer auch getragen. Und davor habe ich ein Follow Me Around hochgeladen. Da war ich nämlich in Istanbul in der Türkei und habe euch da einen Tag lang so ein bisschen mitgenommen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.